Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tokobot Plus Mysteries of the Karakuri. Beim letzten Mal hatten wir zwei unserer vier verloren gegangenen Tokobots wieder zurückgeholt und haben erfahren, wo sich Fuel aufhält. Und zwar war das im Königreich Crankbelt, wo wir uns hinbegeben sollten, weil wir ja da irgendwie einen Weg hätten, an dem wir an den Wachen vorbeikämen oder sowas. Ich hab's nicht mehr richtig im Kopf, tut mir leid. Auf jeden Fall gehen wir da mal sofort hin. Crankbelt ist das Nachbarland. Pass auf dich auf. Werd ich tun, mach ich immer. Ach, guck an. Königreich Crankbelt, die unbesiegbare Millenniumstadt. Scheint, als hätten wir uns erfolgreich reingeschlichen. Na, das ging ja einfach. Das Königreich Crankbelt war einst eine einfache Stadt, erbaut auf prähistorischen Ruinen. Heute ist es eine der mächtigsten Nationen Morita... Jetzt habe ich weggedrückt, ohne das Wort zu lesen. Na egal. Sie haben viele Karakuri-Techniker aus aller Welt versammelt, die die Technologie der Ruinen untersuchen und daraus Waffen und Arbeiter machen. Diese Arbeiter werden dann in alle Welt verkauft. Und das ist die Hauptstadt. Die Burg in der Mitte der Stadt wurde auf einem See umgeben von steilen Klippen errichtet und man sagt, dass die Burg in ihrer 2000-jährigen Geschichte noch nie erobert wurde. Aber keine Sorge, irgendwo hier muss es einen prähistorischen unterirdischen Durchgang zur Burg geben. Suchen wir einen Eingang. Huch. Okay, also das ist eine unbesiegbare Festung. Hallo? Na super, jetzt hat er mich getroffen und nicht ihn. Oh, schon kaputt. So, hier räumen wir jetzt mal auf. Gibt es jede Menge Kisten, wenn ich das richtig gesehen habe. Die wollen wir natürlich alle einsammeln. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit diesen Zeit-Challenges mache. Eventuell werde ich die vor dem Ende des Spiels in Angriff nehmen. Vielleicht. Dann könnte man eventuell doch einen 100% Run rausmachen. Ich habe jetzt leider noch von niemandem irgendwie einen Kommentar bekommen, von wegen, ein 100% Ende gibt's und das ist anders als... Jetzt komm halt her, nicht schießen. Oh. Kein Wunder, dass die Stadt noch nicht eingenommen wird. Hallo. Komm, noch ein letztes Mal. So. Brot. Brot nehme ich mit. Brot nehme ich mit. So. So, da ist wieder das So. Ich treffe den nicht. Entschuldigung, dass ich gerade leise war. Kann man die da kaputt machen? Nein. Kann man die bewegen? Ja, die kann man bewegen. Sehr schön. Dann ziehen wir die mal nach vorne. Abbrechen. Hört auf. Was haben wir hier? Zur unteren Etage. Ah, da geht's also nach unten. Aber zuerst muss ich mich hier noch ein bisschen umsehen. Nein, ihr sollt den schon bewegen. Bewegen. Weg den. Los. Thema Zeit-Challenge. Da war ich stehen geblieben irgendwie. Mir konnten noch keine Informationen geben, ob das für ein 100%-Ende nötig ist oder ob das einfach nur so eine nette Dreingabe ist. Deswegen werde ich damit mal kurz vor dem Ende warten. Einfach auch, weil ich dann bis dorthin jede Menge... noch einen Zugang, jede Menge weitere Fähigkeiten haben werde, die mir das Weiterkommen erweitern. Ach, was rede ich denn da? Die mir das Weiterkommen erleichtern sollen? Gut, durch die Tür hier geht's nicht, aber hier gibt's noch einen Weg. Vier Stück? Dann entscheide ich mich für den hier. Ich nehme den hier. Der sah ganz toll aus. Den nehme ich. Ein Gegner, den kennen wir ja schon. Humpty Dumpty, puff.
Angriff. Hat das noch reicht? Jawohl. Hat noch gereicht. Sehr schön, aber es hat ihn nicht außer Gefecht gesetzt. Dafür springt er mich jetzt gleich an. So, bleib liegen, geh kaputt. Brot nehme ich mit. War das jetzt alles hier? Ein Gegner. Es scheint so, dass das alles hier war. Na, dann gehen wir wieder zurück. Wir haben ja noch drei Wege. Hüpf. Ja, bei der letzten Aufnahme hatte ich ein paar kleinere Probleme. Ich hoffe, dass es bei dieser Aufnahme nicht ganz so schlimm wird. Denn, ja, ich habe ein bisschen an den Grabber-Einstellungen herumgespielt. Wow, das war knapp. Und, ja, dann konnte mein Videobearbeitungsprogramm das Video, das ich da aufgenommen hatte, nicht einlesen. Ach, oh, okay, wir sind im unterirdischen Durchgang. Wir sollten nun zur Rückseite der Burg gelangen, ohne durch das Haupttor gehen zu müssen. Die Straße ist prähistorisch, also sollte sie niemand kennen. Wir haben bessere Kenntnisse über die Ruinen, hoffe ich. Okay, ich speichere mal kurz ab hier. Der Speicherpunkt wird verbunden. Schön. Ich würde jetzt schon gern noch die... den da? Die anderen beiden Wege abklappern. Um zu sehen, was es da gibt. Und mir fällt gerade auf, ich bin schon wieder von meinem eigentlichen Satz abgekommen. Ja, ich habe an meinem Grabber rumgespielt. Der hatte dann das Video eigentlich aufgenommen, aber mein Videobearbeitungsprogramm hat das eben nicht verarbeiten wollen. Und ja, da war ich jetzt gezwungen, ein bisschen zu tricksen. Ich hoffe mal, dass die Videos soweit synchron genug sind, dass man sie sich ansehen kann. Ansonsten fände ich es echt schade. Weil es war eine schöne Aufnahme. Da hatte ich Spaß. So, und hier sehen wir es. Geht. Vermutlich nicht viel. Oh, eine Dings. Vase. Ja, seh mal an. Wenn ich eine Mischung aus diesen und denen. Wenn ich diesen Weg nicht abgegrast hätte, dann hätte ich das vermutlich nicht gefunden. Und dann wäre mir wieder Geld durch die Lappen gegangen. So, Tokobots. Jetzt einmal schnell ziehen. Danke, reicht schon. Und dann gehen wir den geheimen Weg. Jetzt sehen wir uns mal um. Was wir hier so alles haben. Hier ist eine große Wand. Hier sind zwei Gegner. Mache ich zuerst mal die Gegner. Hier einen hätten wir. Dann da vorne noch der kleine Spikey. Ich nehme... Merken wir die Namen der Gegner nicht, deswegen nenne ich sie einfach so, wie ich das für richtig halte. Öff. 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 Da haben wir eine Vase. Vase, Vase, Vase. Uff. Ich finde es... Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass ich das tierisch unfair oder gemein von Bolt finde. Da stehen prähistorische Vasen und Kisten. Und der macht sie einfach kaputt. Einfach so. Ich meine, da muss sich ja irgendjemand was dabei gedacht haben, als er die da hingestellt hat. Drei Wege. Ich gehe zuerst mal durch dieses große Tor, falls ich da überhaupt durchkomme. Einen Rennknopf hätten sie schon einbauen können. Das stimmt. Okay, da geht's also lang. Nur wohin? Noch eine Tür. Super. Bolt, die Burg liegt nicht in dieser Richtung. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen die Tokobots so schnell wie möglich finden. Dann eben nicht. Ich wüsste aber schon gern, was da ist. Ich finde es eigentlich schon seltsam. Die ganze Zeit sind wir eigentlich mit weniger Tokobots zurechtgekommen. Und jetzt urplötzlich, weil wir die zwei gefunden haben, müssen wir sie wieder zurückbetrauben. Zurückholen. Verstehe ich nicht so ganz. Aber egal. Mir sollte recht sein. Ich mache einfach, was er sagt. So, Sesam, öffne dich. Was haben wir da hinten dran? Okay, ich kann nicht schwimmen.
Ach komm, die Gegner sind mir jetzt egal. Vielleicht lerne ich also noch schwimmen in dem Spiel. Das wäre natürlich auch sehr interessant. Aber das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir in dem Spiel überhaupt Wasser sehen. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich täusche mich ja gerne. Hier ist nichts. Mit Ü und SCH. Gehen wir einfach weiter. Was gibt's denn da hinten Schönes? Hm? Na, immerhin was, womit wir das anfangen können. Boah, das ist ja fies. Okay, was heißt fies? Ich finde das interessant. Ich muss zum richtigen Zeitpunkt den Magneten treffen. Hat nicht funktioniert. Aber das sieht nicht so schwer aus. Gut, ich sehe nicht wirklich, wann der in meiner Reichweite ist. Okay, okay, okay. Jetzt. Hey, das ist... Hallo, das hätte doch gereicht. Komm, das muss reichen. Nochmal ein Versuch. Ich meine, ich bewege mich nach vorne. Ich versuch's noch einmal. Dann habe ich keine Lust mehr. Nee, Quatsch, dann geht's wohl erst, wenn ich 8 Tokobots hab. Okay, das... sieht doch ganz gut aus. Yes! Jetzt drücken wir mal den Schalter, mal sehen, was passiert. Ah ja. Wir lassen das Wasser ab. Sehr schön. Und da haben wir, glaube ich, auch den nächsten Geheimgang. Die Frage, die sich mir jetzt nur stellt, ist... Oh, Bolt. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Es klang wie Wasser. Na gut, ich hab's gesehen. Aber... jetzt ist mein Tokobot ins Wasser geplumpst. Jetzt muss ich abwarten, bis das... So. Jetzt wackeln wir mal da ein bisschen rum. Na, zum Glück ist der Gegner da jetzt weg. Das wäre nämlich ziemlich gemein. Und dann hüpfen wir. So. Gehen wir mal zurück. Sehen mal, wo uns der Weg hinführt. Ich würde ja jetzt aber schon gern nochmal... Nein, das reicht nicht. Ich würde schon gern nochmal zurück. Und das geht auch anscheinend. Fahren wir hier nach oben und versuchen mal nochmal zu dem Geheimgang zu kommen. Vielleicht geht es von dieser Stelle hier. Ja, das sollte von hier aus möglich sein. Ja. Dicke. So. Rein in den Geheimraum. Mal sehen, was wir hier so erreichen können. Huh. Ach, das bewegt sich vor und zurück. Na, okay. Dann hoffe ich doch mal, dass ich den treffe. Nein! Natürlich treffe ich ihn nicht. Ach, okay. Das ist wieder so ein Geheimraum. Der könnte nervig sein. Okay, das reicht noch nicht. Ich muss warten, bis er wieder zu mir kommt. Und dann... Jawohl. Und dann... Nein! Ah, vielleicht hätte ich ein bisschen länger warten sollen mit dem Zuschlagen. Ich probiere es nochmal. Aber das ist anscheinend eher prädestiniert für die 8 Tokobots. Schließlich hat man da einfach eine längere Kette. Jetzt war ich zu ungeduldig. Jetzt war ich einfach nur zu ungeduldig. Ach, ich... lass den Bonusraum halt sein. Ich merke ihn mir hoffentlich irgendwie vor.